Während an der Ostfront die deutsche Wehrmacht nach der gescheiterten Offensive bei Kursk vom 5. bis 16. Juli 1943 sich von jetzt an nur noch in der Defensive befand, hatte ab dem 10. Juli dieses Jahres mit der Operation Husky, der Landung alliierter Truppen auf Sizilien, der Italienfeldzug der Westmächte begonnen. Hintergedanke für den massiven Einsatz ihrer Truppen war neben dem Vertreiben der deutschen Verbände aus Italien die Hoffnung, dass dieses mit Deutschland verbündete Land den weiteren Kampf an Deutschlands Seite aufgeben und bei fortschreitendem Erfolg der alliierten Invasion zu einem Waffenstillstand bereit wäre. Das Landungsunternehmen war in seinem Umfang größer als die am 6. Juni 1944 stattgefundene Invasion in der Normandie. Die alliierten Streitkräfte verfügten über knapp 3000 schwimmende Einheiten, darunter 6 Schlachtschiffe und 2 Flugzeugträger, und wurden unterstützt von rund 2500 Flugzeugen. Bereits mit dem Ende der ersten Anlandungsphase waren rund 181.000 Soldaten mit 1.800 Geschützen, 600 Panzern und 14.000 anderen Fahrzeugen auf die Insel Sizilien gebracht worden. Und 6 Wochen später, Ende August, standen rund 470.000 angloamerikanische und kanadische Soldaten in der 8. britischen und der 7. US-Armee bereit zum Sprung auf das italienische Festland. Den deutschen Verbänden, die sich hinter die rot gezeigte Ätna-Linie zurückgezogen hatten, stand unter anderem der exzentrische US-Generalleutnant George S. Patton Jr. gegenüber, dessen Verbände ab dem 31. Juli einen über 6 Tage dauernden Angriff auf das in der Mitte der Front gelegene Städtchen Treuna vortrugen, dem stark befestigten Dreh- und Angelpunkt der deutschen Front. Doch auch die hartnäckige Verteidigung dieses Abschnittes, bei dessen Bombardierung durch alliierte Flugzeuge rund 300 italienische Zivilisten gestorben waren, konnte das langsame Vordringen der US-amerikanischen Truppen in Richtung auf Messina nicht verhindern. Aber hatte der deutsche Befehlshaber Südost und zugleich Oberbefehlshaber der Heeresgruppe C, der Generalfeldmarschall Albert Kesselring, zunächst die Heranführung von Reserven vom Festland abgelehnt, befahl er während der Schlacht um Treuna jetzt die Evakuierung der deutsch-italienischen Truppen. Tatsächlich gelang es dem mit der Evakuierung beauftragten, hochdekorierten General Hans-Valentin Hube, gedeckt von der Ätna-Linie, bis zum 16. August fast 40.000 deutsche Soldaten, gut 9.000 Fahrzeuge, 27 Panzer und 94 Geschütze auf das Festland zu bringen. Die italienische Armee 62.000 ihrer Soldaten. Aber als die alliierten Truppen über die an ihrer schmalsten Stelle lediglich 3 Kilometer breiten Straße von Messina mit immer größerer personeller und materieller Übermacht auf dem italienischen Festland gelandet war, rollte sie ab jetzt die deutsche Front immer weiter nach Norden auf. Da Messina als das Nadelöhr für den Nachschub der deutsch-italienischen Versorgung galt, war es ein Ziel zahlreicher angloamerikanischer Bombardements, die ein Drittel der Stadt zerstörten und 854 zivile Opfer forderten. Hier ein von einem Schiff aufgenommenes Foto während eines dieser Bombardements. Bedauerlicherweise wurden von den alliierten Truppen während der Kämpfe auf Sizilien eine Reihe von Kriegsverbrechen verübt, bei denen zahlreiche italienische Zivilisten erschossen worden waren. Am 14. Juli 1943 hatte eine US-Kompanie des 180. Regiments der 45. US-Infanteriedivision aus dem Südstaat Oklahoma den italienischen Feldflugplatz San Pietro eingenommen. Dort erschossen Angehörige dieser Division, deren Emblem bis Ende der 30er Jahre dieses von Indianern verwendete Symbol war und die sich selbst die Killer-Division nannte, 74 italienische und 2 deutsche Kriegsgefangene. Der dafür verantwortliche Offizier, der Kompaniechef Hauptmann John T. Compton, hier ein Auszug der Anklageschrift gegen ihn, wurde angeklagt, 40 Kriegsgefangene getötet zu haben, wurde jedoch freigesprochen und in ein anderes Regiment versetzt, wo er am 8. November 1943 bei den Kämpfen in Italien fiel.
Im Prozess hatte er ausgesagt, sowie Aussagen deutscher Soldaten in ähnlich gearteten Fällen, er habe lediglich die Befehle seines höchsten Vorgesetzten befolgt. In seinem Fall war das der General Patton. So habe Patton in einer Rede vor Offizieren der 45. Division, die in Nordafrika in Vorbereitung auf die Operation Husky gehalten wurde, diese aufgefordert, Zitat, keine Gnade zu zeigen und die Kapitulation von Feinden, die weiter aus nächster Nähe gekämpft hätten, nicht hinzunehmen. Und ein anderer Soldat sagte aus, Patton habe gesagt, je mehr Gefangene wir machen, umso mehr müssen wir uns mit Gefangenen rumärgern. Dazu zitiere ich aus dem Buch Hitler's Last General, verfasst von den beiden britischen Historikern Ian Sayer und Douglas Botting, dass, wenn die Rechtsgrundsätze, die zur Verurteilung von SS-Truppen für das Massaker an amerikanischen Kriegsgefangenen im französischen Malmedy verwendet worden sind, auf die sogenannten Biscari-Morde angewandt worden wären, wäre Patton zu lebenslanger Haft und sein Vorgesetzter Omar Bradley zu 10 Jahren verurteilt worden. Oberst Forrest E. Cookson, der das 180. Infanterieregiment bis zum 8. Oktober 1943 kommandiert hatte, wäre zum Tode verurteilt worden. Ob man dieser Einschätzung nun zustimmt oder nicht, es lässt sich nicht bestreiten, dass im Lichte des Prinzips der Führungsverantwortung für Kriegsverbrechen eine gewisse Schuld bei hochrangigen amerikanischen Kommandeuren in Sizilien festgestellt werden kann. Zitat Ende. Der besonders schießwütige Unteroffizier Horace T. West, der sich berühmte, eigenhändig 150 Krauts erschossen zu haben, wurde ebenfalls angeklagt, zu lebenslanger Haft verurteilt und degradiert. Allerdings bereits im November 1944 auf Anordnung von General Eisenhower als Gefreiter wieder in den aktiven Dienst übernommen und im Januar 1945 ehrenhaft entlassen. Diese Division, geführt von Generalmajor Robert T. Frederick und unterstellt der 7. Armee von General Patton, machte sich während des Einmarsches nach Deutschland weiterer Kriegsverbrechen schuldig, die alle nicht verfolgt wurden. Einer ihrer Soldaten, der scheinbar aus reiner Mordlust deutsche Kriegsgefangene erschossen hat und über den Wikipedia, besonders die englische Fassung, umfassend Antwort gibt, war Francis Joseph Sheeran, der als Auftragsmörder in die Geschichte eingegangen ist und von Martin Scorsese im Film The Irishman mit Robert De Niro als Mörder des Gewerkschaftsbosses Jimmy Hoffa gezeigt wird. Und weiterhin liest man, ich zitiere, verschiedene Quellen, darunter die Special Investigation Branch sowie Beweise von belgischen Reportern, sagten, dass Vergewaltigungen und sexuelle Belästigungen durch britische Truppen nach der Invasion Siziliens 1943 häufig vorgekommen sind. Laut der Dokumentation von Samuel W. Mitchum Jr. und Friedrich von Stauffenberg ermordete das im kanadischen Alberta stationierte Loyal Edmund Regiment während der Invasion von Sizilien auch deutsche Kriegsgefangene. Ähnliches ist übrigens von kanadischen Truppen auch während der Invasion in der Normandie bekannt geworden. Viele der in Italien begangenen Verbrechen waren nach dem Krieg gemeldet und durch verschiedene Berichte italienisch-amerikanischer Soldaten bestätigt worden. Aber es wurden nie gerichtliche Ermittlungen durchgeführt. Zurück zur Operation Husky. Nach der Eroberung Siziliens setzten die Alliierten nun ihre Pläne zur Eroberung des Festlandes in Gang. Am 3. September landeten unter dem Tarnnamen Operation Baytown große Teile der 8. britischen Armee unter Feldmarschall Montgomery an der Südspitze Kalabriens. Da allerdings bis auf ein deutsches Regiment, das darüber hinaus auch noch einen Gefechtsstreifen von 25 Kilometern hatte, alle anderen deutschen Verbände von Kesselring in den Norden verlegt worden waren, begegnete den Alliierten kaum Widerstand. Nur die Verbände der italienischen 184. Luftlandedivision Nembo leisteten im Gebiet von Aspromonte bis zum 8. September hartnäckigen Widerstand. Erhebliche Teile von Nembo traten dann zur deutschen 2. Fallschirmjägerdivision über,
wo sie den Kern der am 5. November im Raum Perugia aufgestellten 4. Fallschirmjägerdivision bildeten. Zwei weitere Operationen fanden am 9. September 1943 statt. Unter dem Namen Operation Slapstick die Seeanlandung der 1. britischen Luftlandedivision bei Tarent, italienisch Taranto. Auch hier war der Widerstand italienischer Kräfte gleich null, deutsche Heeres- und Marineeinheiten waren rechtzeitig zurückgezogen worden. Das zweite Landungsunternehmen mit dem Decknamen Avalanche gleich Lawine war die Hauptoperation und fand statt nahe des Hafens der südwestitalienischen Stadt Salerno. Einen Tag zuvor, am 8., war der zwischen Italien und den Alliierten im kleinen sizilianischen Ort Casibli bei Syrakus ausgehandelte und am 3. September geschlossene Waffenstillstand offiziell verkündet worden. Hier unterzeichnet General Giuseppe Castellano den Waffenstillstand zwischen Italien und den Alliierten. Rechts steht General Walter Battle Smith, der Stabschef von General Eisenhower. Der gratuliert hier Castellano, denn Eisenhower hatte mit einer Unterschrift einen wichtigen Sieg eingefahren. Denn über Nacht war damit das mit Deutschland verbündete Italien als Waffenbruder ausgefallen. Die italienische Marine ließ sich von den Briten internieren. Damit stand von jetzt an die deutsche Wehrmacht von vereinzelten, auf deutscher Seite verbliebenen italienischen Verbänden abgesehen, in ihrem Abwehrkampf gegen die alliierte Übermacht allein. Im Zuge der befohlenen Entwaffnungsaktion unter dem Stichwort Aktion Achse von rund 400.000 italienischen Soldaten kam es vereinzelt zu schweren Gefechten zwischen Deutschen und Italienern, die sich nicht ergeben wollten. So auch besonders auf der von beiden Armeen besetzten griechischen Insel Kefalonia zwischen deutschen Gebirgsjägern und der 33. italienischen Infanteriedivision Acqui. Nachdem sich große Teile der Division ergeben hatten, wurden auf Befehl des Oberkommandos der Wehrmacht am 21. und 22. September 1943, Zitat, circa 5.200 italienische Soldaten wegen Verrates erschossen, Zitat Ende. Darunter auch der Kommandeur General Antonio Gandin. Heute erinnert ein Denkmal an diese schaurige Tat. Aber nach dem Krieg schwieg das offizielle Italien über die meisten dieser Vorfälle, um die beginnenden Beziehungen zu Deutschland nicht zu gefährden. Und auch die von deutschen Medien angestoßenen Nachkriegsprozesse, wobei diese stets von Morden in diesem Zusammenhang sprachen, verliefen fast alle im Sande. 2006 entschied schließlich die damit befasste Staatsanwaltschaft, dass es sich nicht um Mord, sondern höchstens um Totschlag gehandelt habe, da aus Verbündeten wurden sie zu heftig kämpfenden Gegnern und damit im Sprachgebrauch des Militärs zu Verrätern. Damit liegt der Fall nicht wesentlich anders, als wenn Teile der deutschen Truppe desertiert und sich dem Feind angeschlossen hätten. Eine daran anschließende Hinrichtung wäre wohl ebenfalls nicht als Tötung aus niedrigen Beweggründen im Sinne von § 211 Strafgesetzbuch, das ist der Mordparagraph im deutschen Strafgesetzbuch, anzusehen. Ende des Zitats. Allerdings wurden nach dem Krieg zwei hohe deutsche Offiziere, der General der Fallschirmtruppe Bruno Breuer und der General der Infanterie Friedrich Wilhelm Müller, die beide hintereinander als Befehlshaber auf der Insel Kreta stationiert gewesen waren, von einem griechischen Gericht, Zitat, wegen Kriegsverbrechens, Zitat Ende, zum Tode verurteilt. Und am 6. Jahrestag des Unternehmens Merkur, der für die Deutschen verlustreichen, aber erfolgreichen verlaufenden Luftlandung und Eroberung Kretas, am 20. Mai 1947 erschossen. Zurück zur Hauptoperation gegen Salerno am 9. September. Neben dem Plan, weitere italienische Häfen wie den von Neapel einzunehmen, bestand bei den eben genannten Landungen die Absicht, die deutschen Verbände zu zersplittern und nach Süditalien abzudrängen, wo die 8. britische Armee bereits auf sie wartete. Allerdings war der Plan des verantwortlichen US-Generals Mark Wayne Clark zur Operation Avalanche von Anfang an mangelhaft und nicht den Gegebenheiten angepasst.
So hatte seine 5. Armee mit unterstelltem 6. US-Korps sowie dem britischen 10. Korps für den rund 55 Kilometer breiten und 10 Kilometer tiefen Brückenkopf lediglich 3 Angriffsdivisionen vorgesehen, wobei die beiden Korps zu allem Überfluss sowohl in der Entfernung als auch noch durch einen Fluss weit voneinander getrennt waren. Außerdem erwies sich das Gelände für die hier in blau gezeichneten deutschen Divisionen günstig. Auch hatte Clark, um die deutschen Verteidiger mit der Landung zu überraschen, auf die zum Beispiel während der alliierten Invasion am 6. Juni 1944 in der Normandie stattgefundenen massiven Bombardements durch Bomberverbände und Beschuss durch schwere Schiffsartillerie verzichtet. Da von deutscher Seite allerdings ausgegangen worden war, dass eine Landung im Raum Salerno am wahrscheinlichsten war, hatte sie eine Reihe kampfkräftiger Großverbände so disloziert, um einen vom Wasser her vorgetragenen Angriff abwehren zu können. Nachdem dann die 5. US-Armee gelandet war und einen schmalen Brückenkopf errichtet hatte, sah sie sich immer wieder heftigen Angriffen deutscher Panzer- und Panzergrenadierverbände der 10. Armee ausgesetzt, die kurz davor waren, den alliierten Brückenkopf zu zerschlagen. Lediglich die Entscheidung des höchsten deutschen Oberbefehlshabers in Berlin, der dem Generalfeldmarschall Albert Kesselring untersagt hatte, Reserven der Heeresgruppe Nord in Anspruch zu nehmen, da die Verteidigung Italiens südlich von Rom keine strategische Priorität hätte, hat damals diesen alliierten Brückenkopf vor der Vernichtung gerettet. Als Mitte September weitere Verstärkungen eingetroffen waren, darunter eine US-Panzerdivision und 2 US-Infanteriedivisionen, konnte der Brückenkopf nicht nur gefestigt werden, sondern mit einem Ausbruch auch das Hauptziel, die Einnahme des Großhafens Neapel, am 1. Oktober erreicht werden. Neapel war während des Krieges die von den Alliierten am häufigsten bombardierte Stadt Italiens. Bei insgesamt 200 Angriffen gab es etwa 20.000 bis 25.000 Ziviltote. Auch viele kunsthistorisch wertvolle Gebäude, darunter eine Reihe von Kirchen, wurden vernichtet oder schwer beschädigt. Während ihres stetigen Rückzuges vor den sich immer mehr verstärkenden alliierten Truppen hatte die Wehrmacht in dem für Angreifer schwierigen Gelände mehrere Verteidigungslinien aufgebaut, die von den alliierten Truppen nacheinander überwunden werden mussten. Die stärkste deutsche Verteidigungsstellung war die Gustavstellung, hier in Rot. Diese verlief unter anderem über dem Monte Cassino, rund 130 Kilometer südöstlich von Rom. Um diesen 520 Meter hohen Berg mit seinem 1300 Jahre alten Benediktinerkloster wurde vom 17. Januar bis zum 18. Mai 1944 während insgesamt 4 Schlachten ungewöhnlich hart gekämpft, wobei auf deutscher Seite Panzergrenadier, Gebirgsjäger und vor allem Fallschirmjägerverbände eingesetzt worden waren. Im Zuge der zweiten Schlacht wurde das Kloster und die Stadt Cassino am 15. Februar 1944 durch den alliierten Bombenangriff durch über 1000 Tonnen Spreng- und Brandbomben vollständig zerstört. Kaum war das Bombardement aus der Luft beendet, setzte am Nachmittag sowie am nächsten Tag die Artillerie des 2. US-Korps ihren Beschuss des in Trümmern liegenden Klosters und der Stadt Cassino fort. Das Bild zeigt leere Hülsen der auf Kloster und Stadt abgefeuerten Artilleriegeschosse. Darüber hinaus griffen 59 Jagdbomber den Berg an und pflügten die Ruine noch einmal um. Bis zu 447 Zivilisten, die hinter den meterdicken Mauern Schutz gesucht hatten, wurden dabei getötet. In der Stadt während der Kämpfe 1004 Menschen. Was aber war der Grund für diese völlig sinnlose militärische Zerstörung des Klosters durch die Westalliierten? Nun, als Grund wurde angegeben, deutsche Soldaten hätten das Kloster mit seinen meterdicken Mauern in ihre Verteidigungslinie mit einbezogen. Diese Meldungen waren in der New York Times lanciert worden, sowohl von der britischen Presse als auch von dem Journalisten Cyrus Leo Sulzberger, dem Neffen des Eigentümers dieser Zeitung. Beide, Briten wie Sulzberger, schrieben häufig, heute würde man sagen, Fake News
über angebliche deutsche Beobachtungsposten und Artilleriestellungen innerhalb der Abtei. Unterstützt wurden diese Fake News vom Oberbefehlshaber der Mittelmeer-Luftstreitkräfte, dem sehr eigenwilligen Generalleutnant Ira C. Eaker und dem Heeresgeneral Jacob L. Devers, die behaupteten, Zitat, während eines Überflugs einen Funkmast und deutsche Uniformen an einer Wäscheleine im Hof der Abtei hängen und Maschinengewehrstellungen 50 Meter von der Abteimauer entfernt gesehen. Dagegen berichtete der Befehlshaber des 2. US-Korps, Generalleutnant Geoffrey Keyes, er habe bei mehreren Aufklärungsflügen über das Kloster keine Beweise dafür gesehen, dass die Deutschen in der Abtei seien. Trotzdem beantragte am 11. Februar 1944 der stellvertretende Kommandeur der 4. Indischen Division, der britische Brigadegeneral William Alfred Desmoulins, einen Bombenangriff auf das Kloster. Sein Vorgesetzter, Generalleutnant Francis Tucker, der zu dieser Zeit in einem Krankenhaus schwer an schubweisem tropischen Fieber litt, unterstützte am 12. Februar diesen Antrag gegenüber Generalleutnant Bernard Cyril Freiberg, dem Befehlshaber des New Zealand Corps, mit der Bemerkung, dass bei 46 Meter hohen Mauern aus Mauerwerk mit einer Dicke von mindestens 3 Metern ein Aufsprengen durch Pioniere unmöglich sei und ein Bombenangriff mit Luftminen, sogenannten Blockbuster-Bomben, mit knapp 2 Tonnen, davon 1470 Kilogramm Amatol-Sprengstoff, die einzige vernünftige Lösung sei, da 450 Kilogramm Bomben fast nutzlos wären. Der Antrag wurde sowohl von Freiberg als auch von seinem Vorgesetzten, dem britischen Feldmarschall Harold George Alexander, befürwortet. Am 15. Februar wurde das Bombardement planmäßig ausgeführt, übrigens auch wie von den Luftwaffenplanern, wie den bereits erwähnten US-General Eaker und Devers betont, um die Fähigkeiten der US-Armee Luftwaffe zur Unterstützung von Bodenoperationen zu demonstrieren. Dem Bombardement stand der bereits bei der Landeoperation Salerno erwähnte US-General Mark Wayne Clark ablehnend gegenüber, wie auch sein Stabschef Generalmajor Alfred Grünter. Aber obwohl ihm der stellvertretende Kommandeur der bewährten 34. US-Infanteriedivision, Spitzname die Roten Bullen, gemeldet hatte, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass der Feind im Kloster ist. Das ganze Feuer kam von den Hängen des Hügels unterhalb der Mauer, ließ sich Clark, Zitat, der das Kloster nicht bombardieren wollte, Zitat Ende, vom Oberbefehlshaber der alliierten Armeen in Italien, Marschall Alexander, die Verantwortung mit den Worten abnehmen. Sie geben mir einen direkten Befehl und ich werde es tun. Als sich aber nach der Bombardierung erste Kritik regte, die den offiziellen alliierten Erklärungen wenig Glauben schenkten, erklärte US-Präsident Franklin D. Roosevelt wahrheitswidrig, Zitat, die Abtei sei ein Artilleriestützpunkt der Deutschen gewesen und ihre Zerstörung daher militärisch notwendig. Und Henry H. Arnold, Oberbefehlshaber der US Army Air Forces, nannte die Bombardierung mit geschwollener Brust, Zitat, ein Wahrzeichen für die Zerstörungskraft der Air Force. Bis 1961 war die offizielle Position der US-Regierung zur deutschen Besetzung von Monte Cassino, dass die deutsche Nutzung der Abtei unwiderlegbar sei. Dann, nach Freigabe der Akten, wurde diese auch von England und Frankreich jahrelang lebhaft unterstützte unwahre Behauptung vom Amt des Chefs für Militärgeschichte aus den Akten genommen. Eine Anfrage des US-Kongresses am 20. Jahrestag der Bombardierung an das gleiche Büro stellte fest, Zitat, es scheint, dass sich vor der Bombardierung keine deutschen Truppen außer einer kleinen Militärpolizeiabteilung in der Abtei befanden. Zitat Ende. Die letzte Änderung der offiziellen Aufzeichnung der US-Armee wurde 1969 vorgenommen und kam zu dem Schluss, dass, ich zitiere, die Abtei tatsächlich von deutschen Truppen nicht besetzt war. Und auch die offizielle britische Geschichtsschreibung kam 1973 zum Ergebnis, ich zitiere wieder, dass es reichlich und überzeugende Beweise dafür gibt, dass die Deutschen keinerlei militärischen Gebrauch gemacht haben, bis die Alliierten sie durch Bomben zerstört hatten.
Genauso war es gewesen. Denn auf Befehl von Generalfeldmarschall Kesselring war den in diesem Abschnitt der Gustav-Linie eingesetzten Fallschirmjägerverbänden, der 1. Fallschirmjägerdivision unter Generalleutnant Richard Heydrich, rechts im Bild, bei Strafe verboten, sich der Klosteranlage näher als 300 Meter zu nähern, geschweige denn, sie zu betreten. Daran hatte sich auch jeder deutsche Soldat gehalten. Das Verbot wurde in der Abtei von 3 Angehörigen der Feldgendarmerie überwacht. Als es dann aber zu dem militärisch sinnlosen Bombardement gekommen war, hier eine B-17 über der Abtei, trafen 90% der aus großer Höhe abgeworfenen Bomben planlos nicht das eigentliche Ziel, sondern bis zu einer Entfernung von 30 Kilometern entfernt gleichermaßen deutsche wie alliierte Truppen. Wie nicht anders erwartet, hatten viele alliierte Soldaten, darunter wie hier am 15. der Befehlshaber der 8. britischen Armee, Generalleutnant Oliver Lees, und die Meute der sensationshungrigen alliierten Kriegsberichterstatter mit Genugtuung das für sie große Spektakel beobachtet, auch die Generale Eaker und Devers. Dagegen waren Clark und Günther erst gar nicht gekommen und in ihrem Hauptquartier geblieben. Papst Pius XII. Schwieg nach der Bombardierung. Die Erklärung seines Kardinalaußenministers Luigi Maglione, links, zusammen mit dem italienischen Außenminister Graf Ciano, gegenüber dem Chef der US-amerikanischen diplomatischen Vertretung zum Heiligen Stuhl, Harold H. Tittman, dass die Bombardierung, Zitat, ein kolossaler Fehler, ein Stück grobe Dummheit, Zitat Ende, gewesen sei, war dann bei der Dimension der Zerstörung und den vielen zivilen Opfern wohl mehr dem diplomatischen Muss einer Erklärung geschuldet. War die Bombardierung des Klosters und der Stadt für die alliierten Zuschauer eine, in Bayern würde man sagen, Mordsgaudi gewesen, so bewirkte ihr Effekt genau das Gegenteil. Denn jetzt, nachdem auf dem Berg kein Stein auf dem anderen stand, nutzten die deutschen Soldaten das Trümmerfeld für ihre Verteidigungsstellungen gegen die immer wieder anrennenden alliierten Truppen. Darunter waren auch 4 Divisionen des auf Seiten der alliierten kämpfenden, rund 100.000 Mann starken sogenannten Freifranzösischen Expeditionskorps. Neben Panzer-, Infanterie- und Artillerieregimentern sowie 2 Bataillonen Fremdenlegion in der 1. Freifranzösischen Division bestand das Korps weiterhin aus der 2. Marokkanischen Infanteriedivision, der 3. Algerischen Infanteriedivision sowie der 4. Marokkanischen Gebirgsdivision. Insgesamt zählten die arabischen Verbände 5 marokkanische Schützenregimenter, 3 algerische Schützenregimenter, 3 Sfahi-Regimenter und 1 tunesisches Schützenregiment. Daneben gab es noch eine Reserve aus 3 weiteren marokkanischen Regimentern. Das Korps wurde geführt von dem französischen General Alphonse Juin. Er hatte seinen Soldaten tagelange andauernden Massenvergewaltigungen und Plünderungen erlaubt und auch die Morde gedeckt, die während des Zweiten Weltkrieges nach der Schlacht von Monte Cassino von seinen marodierenden arabischen Soldaten gegenüber der italienischen Zivilbevölkerung verübt worden sind. Frankreich machte ihn 1952 zum Marschall, bis 1956 war er Befehlshaber der NATO-Heeresgruppe Mitte. Kommandeur der marokkanischen Truppen war der französische General Augustin Léon Guillaume, dessen Truppen unzählige Kriegsverbrechen von der Vergewaltigung von Kindern bis hin zum Mord begangen haben. Er aber nie deswegen angeklagt worden ist, stattdessen 1954 zum Generalstabschef und Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses ernannt worden war. Viele Straßen und Plätze Frankreichs sind nach dieser Zierde der französischen Armee benannt, der selbstverständlich auch das Großkreuz der Ehrenlegion trug. Diese Taten von französischen Truppen ausführlich nachzulesen auf der italienischen Wikipedia-Seite zielten hauptsächlich auf Frauen und Mädchen, aber auch auf Männer und Jungen in den ländlichen Gebieten zwischen Neapel und Rom. Diese Massenvergewaltigungen dauerten während des gesamten Feldzuges an. Nach Angaben italienischer Opferverbände wurden insgesamt mehr als 7.000 Zivilisten vergewaltigt. Die Zahl geht bis zu 12.000, darunter auch Kinder und Greisinnen von 86 Jahren.
Zwei Schwestern im Alter von 15 und 18 Jahren wurden von 200 marokkanischen Soldaten vergewaltigt. Eine kommunistische Opferorganisation meldete sogar 60.000 Frauen, die vergewaltigt worden, zum Teil danach ermordet worden seien. Die Marokkaner hatten nämlich auch nicht vor ihren quasi Verbündeten, den kommunistischen Partisanenverbänden, Halt gemacht. Wobei es bei den Vergewaltigungen sowohl Männer und Jungen als auch Frauen und Mädchen gleichermaßen betraf. Auf den scharfen Protest der Partisanen meinten die den Marokkanern vorgesetzten französischen Offiziere, ich zitiere, es sei Tradition ihrer Kolonialtruppen, nach einer schwierigen Schlacht eine solche Auszeichnung zu erhalten. Zitat Ende. Im Jahr 1947 genehmigte Frankreich die Entschädigung von 1488 Opfern sexueller Gewalt für Verbrechen, die von französischen Kolonialtruppen begangen wurden. Vieles wurde aber von beiden Ländern unter den Tisch gekehrt, um die beginnenden diplomatischen Beziehungen nicht zu stören. 1960 nahm der italienische Spielfilm »Und dennoch leben sie«, italienischer Titel »Zwei Frauen«, inszeniert von Vittorio De Sica und in der Hauptrolle mit Sophia Loren, zum ersten Mal diese bis dahin verschwiegenen Verbrechen auf und führte zu großer Betroffenheit. Lediglich 207 Soldaten waren während des Krieges wegen sexueller Gewalt angeklagt, 39 davon waren jedoch aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. 28 auf frischer Tat ertappte Soldaten wurden hingerichtet. Aber die Geschichte um das Kloster Monte Cassino soll nicht so enden. Denn seit Herbst 1943 hatten zwei Offiziere der Fallschirm-Panzer-Division 1, Hermann Göring, der aus Berlin stammende Hauptmann Maximilian Becker und der aus Österreich stammende Oberstleutnant Julius Schlegel, der Kommandeur der Instandsetzungsabteilung der Division, die Wirkung alliierter Großbombardements am eigenen Leibe miterlebt. Da sie davon ausgingen, dass im Verlauf der kriegerischen Handlungen das Kloster Monte Cassino mit in die Kämpfe einbezogen werden könnte, hatten sie am 14. Oktober 1943 den Erzabt Gregorio Diamare überzeugt, mit einem von Schlegel organisierten LKW-Transport die vom ideellen und materiellen Wert her unschätzbaren Bilder, Schriften, Bücher und so weiter vom Monte Cassino in die 140 Kilometer entfernte Vatikaneigene Engelsburg nach Rom zu bringen. Zunächst aber musste das notwendige Material für Kisten und Kästen besorgt werden, Tischler in den Kompanien gefunden, lokale Arbeiter rekrutiert werden. Die wurden täglich mit 20 Zigaretten und mit, heute würde man sie E-Pass nennen, entlohnt. Dann waren die Vorbereitungen für den Transport abgeschlossen. Dabei bliesen alle Sender dieser Welt die von der angelsächsischen Propaganda in die Welt gesetzte Behauptung in den Äther, die Deutschen würden das Kloster Monte Cassino plündern, gerade als der strenggläubige Katholik Schlegel die Transporte beginnen wollte. Nach seiner Meldung über sein Vorhaben genehmigte sein Divisionskommandeur Generalleutnant Paul Konrad die Aktion, die bis Anfang November in 120 LKW-Transporten, Zitat, 800 päpstliche Dokumente, 20.500 Bände in der alten Bibliothek, 60.000 in der neuen Bibliothek, 500 Inkunabeln, so nennt man Druckerzeugnisse aus der Frühzeit des Buchdrucks, 200 Pergamenthandschriften, 100.000 Drucke und Einzelsammlungen umfasste. Auf jedem Fahrzeug, das nach Rom fuhr, saßen Mönche als Eskorten. Dann war die Aktion abgeschlossen und alles in Sicherheit gebracht worden. Dass diese einmalige Rettungsaktion unschätzbarer Werte von der deutschen Seite propagandistisch ausgenutzt wurde, ist völlig normal und wäre auch von jedem anderen Land so durchgeführt worden. Für diese Tat, die gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann, wurden sowohl Schlegel als auch Becker von kirchlicher Seite hoch ausgezeichnet. Nach diesen kriegerischen, häufig auch traurigen, zuletzt menschlichen Schilderungen sollte man eigentlich meinen, dass nach nunmehr 77 Jahren die Geschichte ihre Pflicht getan hat und alle Beteiligten, von denen nicht einer mehr lebt, das Recht haben, in Ruhe gelassen zu werden.
wenn es da nicht das Militärhistorische Museum der Bundeswehr in Dresden gäbe. Denn seit Juni 2021 gibt es dort eine Ausstellung, welche unter ihrem Kurator, einem promovierten Historiker und Oberstleutnant der Reserve, mit der Fallschirmtruppe hart ins Gericht geht. Im Webseitenauftritt dieses zeitgeistnahen Museums liest sich diese Ausstellung mit dem Titel Hitlers Elitetruppe, Fragezeichen, Mythos Fallschirmjäger, so. Ich zitiere. Um die Fallschirmjäger der Wehrmacht ranken sich zahlreiche Legenden, die in der nationalsozialistischen Propaganda wurzeln. Die Mythen um die Schlachten von Kreta 1941 und Cassino 1944 sind bis heute wirkmächtig. Die enge Verzahnung mit Partei und Staatsführung sowie die Kriegsverbrechen dieser Truppe hingegen wurden nach 1945 heruntergespielt. Das Trauma der hohen Verluste auf Kreta wurde verdrängt, die Niederlage bei Cassino als Abwehrsieg inszeniert. Heldentum und der Nimbus, unbesiegbar zu sein, sind nach wie vor Teil der Erzählung über die Fallschirmjäger der Wehrmacht. Durch die Auswertung jetzt zugänglicher Akten verschiedener Archive konnten neue Erkenntnisse gewonnen werden. Sie widersprechen den gängigen Mythen. Das operative Geschehen während der Schlachten von Kreta und um Cassino ist vor diesem Hintergrund neu zu bewerten. Wie viel von den Fallschirmjägern der Wehrmacht in der Bundeswehr steckt, muss noch genauer herausgearbeitet werden. Auch wenn sich die Bundeswehr bei ihrer Aufstellung 1956 gerade nicht in direkter Kontinuität zur Wehrmacht verstand, sind bedeutende personelle Überschneidungen offensichtlich. Alte Denk- und Verhaltensweisen sind zum Teil unreflektiert beibehalten worden. Ende des Zitats. Das gleiche Horn stößt der Kurator auch in seinem parallel zur Ausstellung erschienenen Buch über die Casino-Schlachten, wobei er sich hier die Person von Oberstleutnant Schlegel, ja, man kann sagen, vorknöpft und einige sehr gewagte Thesen zu dessen einmaliger Tat entwickelt, die schon ähnlich sehr früh von den Protagonisten des Bombardements ins Feld geführt worden waren, um damit von ihrer Tat abzulenken. Sowohl Ausstellung und Buch sind von fachkundigen Offizieren und Unteroffizieren des Bundesdeutscher Fallschirmjäger zerpflückt worden, zumal auch der 1956 zur Aufstellung von Bundeswehr-Fallschirmjägerverbänden wieder eingestellte spätere Generalmajor Hans Kroh, der erste Kommandeur der 1. Luftlandedivision, und sein Nachfolger Generalmajor Walter Gehrige unsachlich und unfair beschrieben werden. Dabei ist es einmal mehr befremdlich, dass das Militärhistorische Museum der Bundeswehr, das übrigens schon seit Jahren aus verschiedenen Gründen immer wieder in der Kritik steht, sich eher von Zeitgeistideologie als von Faktendarstellung leiten ließ. Dazu zitiere ich aus einem Leserbrief vom Dezember 2017, gefunden im Internet bei einer großen Tageszeitung zu einem Artikel über dieses Museum. Diese Zuschrift kann als eine zeitlose Beschreibung dieses seltsamen Bundeswehrmuseums gelten. Ich zitiere: Habe das MAM 2013 anlässlich der gut gemachten Sonderausstellung zu den Befreiungskriegen besucht und mir auch die Hauptausstellung angetan. Was mir beim Betreten auffiel, waren ausländische Soldaten, die als Besucher wortlos und verstört die Ausstellung verließen. Nach meinem Rundgang war mir deren Reaktion klar. Wer eine sachliche Darstellung militärischer Ereignisse eingebettet in einen historischen Kontext erwartet, ist in Dresden fehl am Platz. Dieses Museum ist für Leute gemacht, die man eher auf der Documenta in Kassel antrifft und für die Soldaten E-Mörder sind. Gerne besuche ich Museen mehrmals. Das MHM sicher nicht. Zitat Ende. Dies war der Bericht über den wahren Held vom Monte Cassino, Julius Schlegel, über den Wert der Betrachtungen von Nachgeborenen zu ihm und seiner Truppe muss jeder für sich selbst entscheiden.